Hallo meine Cuties Beauties, heute gibt es für euch ein Get Ready With Me. Ich bin ein Geburtstagsgast, es ist mega heiß, wollen wir nicht lange reden und direkt anfangen. Als allererstes nehme ich mein MAC Studio Fix und meinen Zoeva Pinsel und trage meine Foundation auf. Ganz wichtig, das Ganze sorgfältig zu machen, wir möchten keinen Übergang, deshalb Öhrchen und Hals nicht vergessen. Im nächsten Schritt nehme ich meinen Pro Longwear Concealer von MAC und meinen Ebeling Concealer Pinsel und trage den Concealer auf. Dann nehme ich von meiner Anastasia Beverly Hills Contouring Palette die zwei hellsten Farben und sette meinen Concealer. Die dunkelste Farbe der Palette nehme ich, um meine Wangenknochen hervorzuheben. An dieser Stelle ist es verdammt wichtig, dass ihr lange genug verblendet. Jetzt bronze ich mein Gesicht mit der dunkelsten Farbe im Halbkreis, dann sieht das aus, als wäre man von der Sonne geküsst. Noch ein wenig die Nase konturieren, an der Nasenspitze, an den Seiten. Aber nicht zu viel Puder, ich mache das immer mit den letzten Resten, die ich auf dem Pinsel habe. Jetzt nehmt ihr noch einen ordentlichen Klecks an lose Puder, schön unter die Augen, damit der ordentlich baken kann. Achtung, den pudert ihr nicht weg, der bleibt bis zum Schluss da. Wenig wegpudern dürft ihr den schon. Kommen wir zu den Augenbrauen. Am liebsten nehme ich meinen Catrice Augenbrauenstift in Ash Brown, weil ich es nicht mag, wenn die Augenbrauen zu dunkel sind. Erstmal bürste ich sie und dann fange ich sie ganz leicht mit dem Stift an nachzumalen. Danach nehme ich meinen ganz einfachen Augenbrauenpuder von Essence und meinen Barbara Hoffmann Pinsel, weil der so schön kurz ist und zeichne damit nochmal meine Augenbrauen nach. Alle guten Dinge sind drei. Nochmal einen ordentlichen Klecks an den Puder, liebe Leute. Es ist ja nie genug, ne? Jetzt kommt der Lidschatten ins Spiel. Das ist meine berühmte Galaxy Chic Lidschattenpalette von BH Cosmetics. Und ja, da nehme ich die zwei rötlichen Farben. Die blende ich euch auch nochmal alle
vom Namen her in die Infobox ein und oh my gosh, jetzt kommt mein Lidschatten à la J-Lo von Isadora. Da sind die sparklichsten Lidschatten vereint in einer Quattro-Palette. Ich liebe diese Farben. Schaut euch einfach mal an, wie diese glitzern. Nehme ich meinen Extreme Long Last Lip Liner von Manhattan und male meine Lippenform nach. Strich nachzumalen, nehme ich meinen Liquid Lip Liner, Eyeliner von Manhattan und ja, male meinen Lidstrich. Zeit für Fake Lashes und dafür nehme ich meine Duo Wimpernkleber, der hält einfach am besten, Leute. Investiert das Geld, fangt nicht an mit irgendwelchen anderen Produkten. Der kostet 10, 11 Euro, aber erstmal hält der gefühlt ein Leben lang und hält bombenfest. Auf meine Lippen trage ich ein Dupe von den Kylie Jenner Lip Kits auf. Das ist ein Matte Lip Gloss von Kikos. Kostet um die 6 Euro und der hält wirklich gut und sieht dazu auch noch mega gut aus. Jetzt noch ein bisschen Rouge fürs Wangenrot. Damit macht man ja nichts verkehrt. Highlighter nehme ich am liebsten meinen Mary Luminizer, trage ihn auf den Wangen auf, im Augeninneren, auf der Nase, trage den da auf, wo ihr ihn am liebsten haben möchtet, aber übertreibt es nicht. Ruhig noch mal ein bisschen die Wimpern tuschen. Dafür nehme ich den von Essence, den I Love Extreme Mascara. An dieser Stelle sieht man noch meinen Wimpernkleber, aber keine Sorge, der wird nachher transparent und dann sieht man ihn nicht mehr. Make-up ist finito. Ich fühle mich wirklich wohl mit diesem Make-up. Jetzt kommen die Haare.
kämme ich meine Haare immer durch und ziehe einen Mittelscheitel. Und zum Locken nehme ich meinen Remington-Lockenstab, der auch schon bestimmt 100 Jahre alt ist. Nämlich beim Locken gar nicht mal so feine Strähnen. Es sind vielleicht 8 Strähnen auf dem Kopf, die ich insgesamt locke, damit das halt eher Wellen werden und nachher so schön lose fallen. Zum Schluss ein bisschen Haarspray von L'Oreal und fertig ist der Look. Haarspritzer von meinem Lieblingsparfüm für den Alltag, das ist das Bruno Banani. Tada, fertig ist mein Look. Ich trage eine weiße Hose, beigefarbene High Heels, ein Holzfällerhemd um die Hüfte, damit es schön rockig und peppig aussieht, ein graufarbenes Top und ja, dazu habe ich noch goldene Armbänder. Wenn euch dieses Video gefallen hat, bitte gebt dem Video einen Daumen hoch, abonniert mich kostenlos und bis zum nächsten Mal.